Willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, im Dungeon des Grauens von Legend of Grimrock 2. Naja, was heißt Dungeon des Grauens? Er ist der erste richtige Dungeon. Na, okay, eigentlich der zweite richtige Dungeon. Ich nehme mal an, die anderen Dungeons werden noch schlimmer werden. Aber das hier markiere ich mal mit GS Axt. Goldener Schlüssel nämlich. Teleport, okay. Weil ich habe so das Gefühl, dass in diesem Spiel goldene Schlüssel rar gesät sind. Und ich deswegen mal markiere, wo was ist. Also hier ist noch so ein Altar, wo man goldenen Schlüssel braucht. Und dann hätten wir halt noch hier die Schatzkammer mit den goldenen Schlüsseln. Gut. Jetzt geht's aber erst einmal wieder hier lang. In das Schleimlevel. So, machen wir schon mal unseren Eiszauber ready. Du verhungerst, dann isst doch mal was. Gib ihr ein Steak. Und du siehst auch nicht mehr ganz so gut aus, deswegen isst du mal das Grubenwurzelbrot. So. So, gleich wieder zumachen, das kennen wir ja schon. Jetzt müssten wir ihn theoretisch hierher gelockt haben. Wow. Wow, das hat uns getroffen, Mist. So, schalten wir mal um. So, und da müssen wir wieder mit dem hier tanzen. Ah, aber nicht hier, oder? Na doch, komm her. Hier können wir besser mit dir tanzen. Ah. Außer du machst sowas mit uns. Jawohl. Ah. Schmerzhaft. Das ist auf jeden Fall schmerzhaft mit dir, hä? Oh. Okay. Ah. Ja. Wir sterben gleich wieder. Wenn wir nicht aufpassen. So. Ein Level up für die gesamte Gruppe. Das bedeutet, du kriegst auf jeden Fall mal Konzentration. Ein Surf für mehr Energieregeneration und mehr Energie allgemein. Und die Tatsache, dass du jetzt bessere Sachen nutzen kannst, nämlich einmal den hier. Geben wir den an dich mal ab. Und den Orb hier. Plus 2 Dexterity sogar. Und jetzt könnten wir theoretisch auch Licht zaubern. Das hoffentlich länger anhält als das von diesem Orb hier, oder? Licht, wo bist du? Da ist Licht. Ja. Gut, wir haben wieder neue Pflanzen gekriegt. Das ist auch nicht schlecht. So, du, Skills. Dodge oder Missile Weapon? Oh, ich würde sagen, oder Athletics. Critical wäre eigentlich auch noch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich konzentriere mich bei ihr auf diese hier. Und als erstes mal auf Missile Weapons, dass sie den Trade bekommt. Piercing Arrows, jawohl. So, ihr beiden. Solltet bessere Armor kriegen. Dass ihr auf jeden Fall mehr aushaltet. So, genau. Und dann kriegt ihr schwere Armor noch bei noch einem Level ab. Oh, und Athletics sollte ich euch dann noch geben. Aber jetzt wird erstmal gerastet. So. Du Eiszauber vorbereiten. Und dann geht's jetzt hier los mit den Schleimis. Hallo. Kommst du her? Wow, da kommt noch einer von hinten. Wer von den beiden kommt zuerst? Keiner?
Au. Okay. Talisa ist krank. So. Jetzt noch mehr Eis. Sauber. Da werde ich gleich wieder eine Anti-Potion brauen müssen. Daneben geschossen. Gerade du hast die größte Trefferchance und schießt daneben. Du machst mal eine Anti-Potion, die ging. Das und das. Ja, das sieht aus wie die Anti-Potion. Wie das Antidot. Genau. Anti-Potion. Ein Antitrank. Ja, ich brauche einen Antitrank. So. Die können mittlerweile ziemlich gut austeilen. Meine beiden Nahkämpfer. Jedenfalls mit ihren Special Moves. Oh. Okay, der nächste, der krank ist. Aber zum Glück habe ich ja genug von den Kräutern. So. Pfeile. Ich habe ziemlich viele Pfeile, merke ich gerade. So, nächster Trank braun. Nee, sowas nicht. Sowas. So. Trink mal, weil kranke Charaktere, die heilen sich nicht. Und Heilung geht ja mittlerweile. Iss mal ein Ei. Und du kannst die Eggs am Stock essen. Weil Heilung geht ja in dem Teil irgendwie etwas schneller als im ersten Teil. So. Mehr Munition. Sonst ist hier, glaube ich, nichts gewesen. Wir waren ja hier schon mal und sind dann an einer Stelle kläglich gestorben. Hier sieht es auch nirgends nach Knöpfen aus. Aber hier schimmert es grün durch. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass hier irgendwo, genau hier hinter ein Schleimi versteckt ist. Den wir da irgendwie rauslassen können. Genau, hier sieht man ihn ziemlich gut durchschimmern, aber ich sehe hier nirgends einen Knopf, um ihn rauszulassen. Immer abwarten. So, jetzt kommt gleich der Weg nach oben. Oh, und hier ist eine. Haben wir gerade ein Secret aktiviert, also eine Geheimbrücke. Aber ansonsten ist hier schon mal nichts. Da oben müsste nämlich jetzt gleich wieder so ein Frosty kommen. Ja, genau. Die locken wir mal lieber hier runter. Weg. Hallo. Jawohl, schöner Treffer. Das ging daneben. Ah, nicht so gut. Wow. Ja, locken wir ihn mal rückwärts hier auch wieder raus. Wow. Komm her. 8 Schaden. Tarion war dringend eine bessere Flinte für sowas. So. Stechen wir mal. Schießen daneben. Wow. Deine Eisspeere sehen bedrohlich aus, wenn du die wirfst. So. Gut.
Und ich höre hier irgendwo einen blauen Kristall oder sowas summen. Habe ich da unten, ups, da habe ich aufs Versehen auf die Rastentaste gedrückt, überhaupt alles abgegrast? Nein, eben nicht. Hier drin ist Schleim. So, Stunt. Jetzt ist er verwirrt. So, da können wir ihn mal niederknüppeln. Ups, das war nichts richtig. Ist auch gut, dass das Zaubermenü jetzt offen bleibt, wenn man zaubert. Aua. Ah, aber diesmal nicht krank gemacht. Blöde Gülle. Au, aber tut weh. So. Aber hier sind auf jeden Fall nice Dinge. Erst einmal das Speed Potion. Und das, der Anhänger, der den Willen nochmal erhöht. Das kann er sehr gut gebrauchen. So. Ansonsten war hier unten ja nichts. Ah, doch, ein Fisch. War wieder was zu essen. So. Wobei das langsam auch ein bisschen rarer wird. Gut, wir haben noch fast einen vollen Sack und diesen angefangenen. Und Tarion müsste auch noch ein bisschen Essen haben. Oh, neues Kraut. Und ja, von hier aus sieht man die noch besser durchschimmern durch diese Wand da. Aber ich weiß halt nicht, wie man an ihn rankommt. Da müssen wir aufpassen, vorsichtig sein. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal... Da haben wir einen Hebel. Den legen wir jedoch noch nicht um. Tome of Earth. Resist Poison. Stats. Resist Code. Poison hast du 68, du nur 16. Und ich glaube, du hast 68, weil du ja das hier trägst. Lockpicks. Aber das war's, glaube ich, schon hier oben, hä? Oh, und Licht geht aus. So. Neues Licht zaubern. Hier oben. Schalter umlegen. Gucken, ob ich jetzt da mit dem Block freigelassen habe. Nein, habe ich nicht. Hier ist eine Fackel. Und hier ist die garstige Stelle. Oder? Ja. Hier ist die garstige Stelle. Wenn ich nämlich da drüben hinwerfe, gehen hier die Türen auf. Das heißt, ich muss mich so schnell wie möglich zurückziehen. Letzter Stein. Genau. So, Rückzug. So, locken wir mal den ersten an. Und hier ist auch aufgegangen. Ah, hier ist überall was aufgegangen. Wow. Okay. Rückzug in diesen Raum hier. Hier sind wir nämlich verhältnismäßig sicher. Heilige. Wow. Das war schön knapp. Eiszauber bringen bei dem nichts. So. Wow. Warten. Yeah.